Willkommen zu einer weiteren Runde TFT. Diesmal wird es eine Triad-Runde werden, deswegen habe ich die Aufnahme früher begonnen, weil ich sonst immer das Karussell verpasse. Witzig, der Spin einfach. Ist da noch ein Spin? Nee, nur einer, der Spin heißt. Ja, wir werden ein bisschen tryharden. Die letzten Tage war ja doch immer eher so, dass ich irgendwas versucht habe zu forcen. Was zu forcen ist immer relativ tricky und ich glaube, gelegentlich so eine Triad-Runde mal wieder reinzustreuen, ist gar nicht so schlecht. Es ist mittlerweile 1 Uhr nachts und 50 Grad in meiner Wohnung. Also weiß ich nicht, ob ich da vielleicht doch hier und da nicht das absolute Maximum rausholen kann. Wir beginnen mit einem Warwick, mit Attack Speed, das ist völlig fein. Die Alternative wäre ja vielleicht die Fiora gewesen. Mit dem Warwick sichern wir uns schon mal einen Weg Richtung Wild. Attack Speed auf ihm natürlich jetzt nicht giga strong, aber völlig in Ordnung. Hi Dog. Während der Game-Sound uns hier so ein bisschen die Ohren wegböllert. Ich habe das jetzt mal gerade geändert, gerade wenn die Fähigkeiten noch dazu kommen, könnte das knallen. Ja, wie gesagt, ne? Morgens Öffnung, wir werden wahrscheinlich für White Beast als Standardöffnung gehen. Wenn Noble noch dazu kommt, dann wird es wahrscheinlich eher in die Richtung gehen. Hier gehe ich für die Titanic Hydra. Normalerweise sollte man die Items nicht so früh ausbauen, weil wir mit dem Attack Speed gegebenenfalls noch einen Rapid Fire Cannon hätten bauen können. Wir kriegen unsere Wild-Combo zusammen. Das ist ein Brawler, das heißt, alle Units hier sind relativ nutzlos für uns. Was nehmen wir am ehesten mit? Am ehesten würden wir wahrscheinlich Yordle dahinter spielen. Vielleicht können wir einen Mordekaiser früh hochpushen. Wild eine sehr gute Öffnung. Ne? Gibt der Attack Speed, wurde zwar genervt, ist allerdings immer noch stark. Gerade der Attack Speed Buff mit einem Warwick, mit Titanic Hydra. Natürlich nett. Die Creeper sind natürlich kein Problem. Worauf wir gehen können mit Wild ist natürlich Sorcerer. Das ist sehr, sehr Standard, sehr, sehr stark. Hier sieht man Titanic schön in Action. Immer noch einer der attraktivsten Items. Wir kriegen nochmal AP hinterher. Möglicherweise ein Rage Blade. Wir werden versuchen, für einen Hyper Carry zu gehen. Wir hätten Fiora mitnehmen können, um noch auf Noble zu gehen, aber Noble würden wir frühestens bei 5 Units kriegen. Kriegen unseren, ups, zweiten Warwick. Das heißt, wir spielen den auch. Das ist einer der Vorteile von Wild. Es macht Sinn, Units doppelt zu spielen. Es ergibt Sinn, es macht Sinn, wie auch immer ihr es haben wollt. Wir nehmen den raus und nehmen den Knight mit. Warum? Weil Garen Knight ist. Garen ist so eine starke Unit, dass ich ihn öfter auch alleine spiele. Darius auch gerne, weil das auch die Option offen lässt, noch für einen Raven zu gehen und dann mit Imperial am Start zu sein. Wenn ihr dieses Video seht, kommt heute auf meinem Hauptkanal übrigens ein Adidas Placement. Schaltet da gerne mal ein. War ziemlich viel Aufwand. Ich habe so ein Mini-Cosplay gemacht von Ezreal. Maxim ist auch mit dabei. Also, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr witziges Video. Es wird tatsächlich Rageblade. Rageblade Nidalee actually fine. Wenn wir Nidalee als Carry im Early sehen wollen, das Problem ist, Nidalee können wir nicht verkaufen. Zu eigentlich keiner Phase des Spiels. Das heißt, hier sollten wir ein bisschen aufpassen, ob das wirklich die beste Option ist, die wir haben. Wir können nicht wirklich hochspringen. Ist die Frage. Rageblade ist so strong, dass es, glaube ich, zu strong für Nidalee ist. Andererseits ist es auch auf ihr nicht useless. Aber ich glaube, wir sollten auf einen Hypercarry warten. Ich weiß auch nicht genau, was unser Hypercarry hier sein wird. Kann sein, dass wir auf 4 Units treffen. Wir treffen allerdings auf 3. Das sollte relativ easy sein. Es ist zwar eine Tristana Stufe 2, aber gerade mit Warwick Stufe 2 sollten wir da eigentlich ganz gut aufgestellt sein. Und wenn nicht, dann kommt da noch den Nidalee hier nochmal rein. Das heißt, das ist auf jeden Fall machbar. Ja, Free Round. Da kommt nochmal den Nidaheal. Dadurch verlieren wir keine Unit, machen ganz guten Damage. Gehen nochmal das mit, falls wir doch die Option für Void kriegen, aber wir sind schon relativ tief in Void drin. Mit der Ahri haben wir jetzt halt eben auch schon den ersten Schritt Richtung Sorcerer gemacht. Kasadin wäre der zweite. Ein möglicher dritter. Müssen wir sehen, was es wird. Wenn wir hart für den Winning Streak committen wollen, Grüße, dann. Ja. Wir gehen auf jeden Fall für das Level Up. Rageblade Kasadin ist auch nicht bad. Rageblade Kasadin ist actually strong. Wir werden ihn später wahrscheinlich verkaufen für einen besseren Sorcerer. Das heißt, auf ihn ist es besser, das Item zu setzen.
Aktuell sieht es wirklich so aus, als würden wir noch nicht unseren Hypercarry finden, sondern unser Hypercarry vielleicht Draven werden. Das ist relativ spät natürlich kommt. Na, kann lange Zeit auch die Rolle eines Hypercarries meme. Rage Bait Kassadin. Generell Kassadin ziemlich strong. Das Problem ist, du musst ihn eigentlich auf 3 kriegen, damit er richtig nützlich hinten raus ist, sonst fällt er relativ stark ab. Aber gerade dadurch, dass er halt eben die Ultimates hinein kann, ist er gerade im Early Game sehr, sehr stark. Und er kriegt halt immer wieder dieses Schild, was, wenn er viele Attack-Speed hat, wie ihr seht, dazu führt, dass er eigentlich überhaupt keinen Damage mehr kriegt. Ich werde irgendwann nochmal ein Video machen zum Gewinn mit Losing Streak. Das ist allerdings etwas, was recht komplex ist und ich glaube, ich brauche viele Aufnahmen dafür. Also vielleicht eher was für einen Hauptkanal, wo ich ein paar Runden spiele, vielleicht streame und dann eine Runde da rauskriege, die das tatsächlich gut kann. Wir haben jetzt die Option, Richtung Glacial zu tendieren. Was nicht schlecht ist. Wir nehmen trotzdem auch die beiden Pikes mit. Wir werden nächste Runde upgraden, das heißt, wir müssen eine Unit spielen. Der Vorteil hiervon ist, dass es auch ein Brawler ist. Das heißt, es wird dann nochmal Bonus geben. Und Volibear ist natürlich ein schönes Investment Richtung eines möglichen Glacial Builds, was mit Beast auch nicht schlecht ist, also das ist völlig in Ordnung. 3 Sessions hat der junge Mann hier schon. Ist die Frage, ob Ari Ult durchkriegt, kriegt sie. Damit sollte die Runde eigentlich relativ free sein. Oh, Warwick hat den Auto-Attack nicht durchbekommen. Das macht es natürlich deutlich unangenehmer. Ist die Frage, ich glaube, ich verliere das Duell, wenn er noch einmal crittet. Aber er crittet nicht. Das heißt, unser Kassadin hat die Runde tatsächlich gewonnen. Das war ziemlich close. Hätte genauso gut anders ausgehen können. Die Ashe. Die Ashe wäre das Leckerste. Aber die werden wir nicht kriegen. Trotzdem generell gute Units im Angebot. Ahri wäre auch interessant für uns, aber auch die werden wir höchstwahrscheinlich nicht kriegen. Da geht jemand für Assassins. Da müssen wir langfristig uns schon überlegen, was wir dagegen machen wollen. Vielleicht kriegen wir die Ashe, aber so früh geht niemand auf Glacial. Weil die meisten nicht den Weitblick haben. Das heißt, da kann man früher auch Glacial jetzt irgendwie auf 2 kriegen. Ich werde hier gebodyblockt. Ich hoffe, dass das übrigens generell ein bisschen entspannter wird. Ich habe hier und da schon das Gefühl, dass es manchmal ein bisschen hart umkämpft ist. Ich glaube, ich sollte übrigens leveln. Achso. Ich glaube, Garen macht mehr als Pike. Aber es ist close. Volibear und Ashe zu stellen ist jetzt aktuell noch keine Option. Das heißt, wir versuchen uns gerade einfach durchs Early Game ein bisschen durchzuprügeln und dann auf der Bank sammeln wir Glacials. Weil wir die Pike allerdings nicht spielen, war das schon eher ein Fehler, ihn überhaupt zu nehmen. Unser Warwick fokust leider die falschen Units. Wenn er da richtig fokust, dann kriegen wir da sehr viel Value aus seiner Titanic Hydra. So ist das nicht ganz möglich. Aber unser Kassadin stackt die ganze Zeit sein Rageblade. Das heißt, er wird auf jeden Fall hier noch der übelste Babbo werden. Rex hat gute Items, sehr teamdienlich. Aber hier auf jeden Fall keine Gefahr für uns. Pike wurde halt auch gebufft. Vielleicht unterschätze ich ihn. Double Shyvana. Shapeshifter immer eine Option, wenn du für Beast gehst. Ich muss sagen, ich tue mich ein bisschen schwer mit Pike. Das hier ist jetzt ein hartes Investment Richtung Shapeshifter, weil wir deswegen unter 10 bleiben. Wir könnten die einfach verkaufen. Mit den Warwick und wären auf 10. Ich weiß auch nicht, ob wir den Garen jemals spielen werden jetzt. Oh mein Gott. Das ist ein Endboss, Alter. Ahri kriegt zumindest die Ult raus. Aber er wird am Ende halt einfach stehen. Das Ding ist, wenn er jetzt anfängt zu rollen, bevor Kassadin ihn hittet, kriegen wir ihn trotzdem down. Kriegen wir? Sollten wir? Kriegen wir? Kassadin muss weniger critten. Die Crits sind gerade das Hauptproblem, weil der die dodgt. Holy shit, ey. Disgusting Unit. Wir sammeln weiter Glacial auf der Bank.
Das ist halt das Problem. Ich glaube, wir committen gerade so hart Richtung Glacial, dass wir ja, Units verkaufen sollten. Hier macht der Garen auf jeden Fall mehr. Wir sollten die verkaufen und den Garen verkaufen nächste Runde. Weil wir werden nicht für Shapeshifter gehen, wenn wir für Glacial gehen. Wir werden allerdings auch nicht richtig für Sorcerer gehen, wenn wir für Glacial gehen. Ich weiß gar nicht, ob wir Wild mit Glacial überhaupt vernünftig spielen können. Ich hätte Kasadin und Garen in der Position tauschen können, aber es wird hier keinen Unterschied machen. Der Kasadin wird halt sterben und der Garen wäre in der Rolle nicht gestorben und Kasadin hat Rageblade, das heißt, wir wollen ihn lange leben lassen. Aber it's all good. Not a big problem. Wir haben die Biester immer noch nicht auf einem höheren Level. Das ist gerade das Hauptproblem. Kasadin carried uns gerade relativ gut durch. Okay. This is interesting now. Should work. Wir haben Sorcerer, Wild und Dragon. Dragon so früh zu haben ist weird. Ist ganz, ganz selten so früh. Ist die Frage, ob wir jetzt schon für Lulu gehen, um damit Kasadin zu ersetzen. Oder ob wir auf einen anderen Mage warten. Aurelion ist natürlich ein ziemlich Lucky Punch hier für uns. Titanic macht gerade so viel und sein Garen ist schlecht aufgestellt. Das heißt, die Runde sollte free sein. Ah. Ist so witzig, ne? Wie einfach Kasadin einfach steht und sagt: Oh, du willst ein Carry sein? Nope. Wir haben jetzt Pyke und Garen auf zwei, die wir beide nicht spielen. Which is really weird. Ich glaube, wir sollten den Winning Streak halten. Damit sollten wir auf jeden Fall die nächsten Runden gewinnen. Und den Winning Streak eben verteidigen. Oh, uns fehlt halt immer noch ein Beast. Der Nah ist das attraktivste Beast, deswegen ist es für uns frühes Level auch nicht schlecht. Sondern im Gegenteil sogar gut. Kasini ist ein bisschen früh gestorben, weil den sein Set ziemlich am Eskalieren ist. Ja, der Set macht echt böse Dinge hier. Set 2 ist sehr, sehr, sehr starke Unit. Wir nehmen den Kasadin mal mit, aber Kasadin 3 ist eigentlich recht unrealistisch, weil wir schon ein großes Level haben und jetzt eher solche Units hier vorgeschlagen kriegen. Ja, wir werden ihn verkaufen, wenn wir die Runde gewinnen, um auf 10 zu kommen. Wir haben immer noch Glacial als Option auf der Bank. Aber ich weiß nicht, ob das noch eine Option wird. Also wir würden zum Beispiel den Garen für einen Volibear austauschen, wenn es soweit ist. Dass wir den Voli auf 2 kriegen. Das ist der letzte. Hoffentlich ist er noch nicht all in. Sonst könnte er uns wehtun. Ahri ist auch immer noch ziemlich weak, dadurch, dass wir sie nicht auf 2 kriegen. Dieser Kasadin fokussiert leider den Enemy Kasadin. Und nicht etwas, wo der Mana-Einzug hilft, aber es ist trotzdem fein. Ich merke gerade, dass der Game Sound immer noch laut ist, ne? Ich hoffe, das war jetzt nicht so störend, aber ich will jetzt hier nachts auch nicht rumschreien. Gehen jetzt auf 10. Ich denke, wir werden die Lissandra for free kriegen. Aurelion wäre natürlich sick, aber das ist sehr unrealistisch. Und Lissandra ist auch nicht so gut. Vielleicht nehmen wir lieber Nidalee. Lissandra 2 ist so eine weirde Unit, weil ich Lissandra als Unit einfach nicht mag.
Weil wir sie halt jetzt immer auf 2 haben. Und sie in der Theorie ja schon mehr Macht als ein Garen. This is tricky now. Der Kennen ist ein Elemente. Mit Anivia zusammen könnten wir später noch auf Elemente gehen, aber wir sammeln gerade zu viele Optionen. Sandra hat sich jetzt selbst geultet, aber ich weiß gar nicht, ob das so krass für uns ist. Das ist immer so ein bisschen die Problematik, ne? Die Sandra ultet sich selbst und du denkst dir halt, okay, what now? Shyvana ist gerade unsere einzige Hoffnung, diesen Fight noch zu gewinnen. Weil die Tristana wird hier auf jeden Fall das Duell holen. Shit. Shit, shit, shit. Wir nehmen immer wieder einen Kassadin rein und verkaufen ihn bei nächstbester Gelegenheit. Ahri 2 ist super wichtig für uns. Ich habe nicht das Gefühl, dass Lissandra mehr macht als Garen. Zumindest solo. Tristana 3, holy shit, ey. This hurts like a truck. Garen ist solo gerade einfach noch stärker. Beim nächsten Level wird es interessant für uns, weil wir dann halt Lissandra spielen für eine gleiche Combo. Oh mein Gott, ein Cho'Gath Dravadons in einer Void Comp mit einem fetten Set. RIP Aurelion, Alter. Aber hart RIP. Oh, die Ario wird das Gigatroll. Unser Garen trollt auch ein bisschen. Irgendwie sehr, sehr spät das geultet. Unser Kassadin ist die ganze Zeit freistehend, das heißt, er hat viele Rageblade-Stacks und wird jetzt hier verhindern, dass Rexxar nochmal ultet. Dadurch kann Warwick da alles machen, was er will. Und wieder muss der Kassadin dran glauben. Jetzt zu leveln wäre zu früh. Wir können einfach so stehen bleiben, wir könnten auch die Ordnung ändern. Und damit ihr wisst, was gemeint ist, wir können quasi das spielen, dann springen die da hinten rein und wir gewinnen die Runde deswegen. Kassadin hier außen stehen haben ist das Beste, was du haben kannst, weil er dadurch Garen hier tauschen, damit er hier hittet und der Warwick im besten Fall da 2 Units. Kassadin hier zu haben ist das Beste, weil Kassadin dadurch Rageblade stacken kann. Wenn du so den Aufbau hast, werden deine Carries nie getroffen. Und dadurch können deine Carries halt eben eskalieren. Kassadin kriegt nur Fokus von einer Unit, das heißt, er wird in der Lage sein zu ulten. Und im Worst Case kommen wir damit auf jeden Fall über die Runden. Bit weird. Alles ist hier ein bisschen weird. Das war ein horrible Missklick, Alter. Das war schon mega strange. Also das war überhaupt nicht gewollt. Ist die Frage, ob Darius hier mehr machen würde als der Garen. Blitzcrank Hook. Ist nicht schlimm, weil Aurelion trotzdem noch ulten wird. Ah, wobei Rex hat Akku auf ihm. Ist aber trotzdem fein. Shyvana wird gleich ulten. Ist die Frage, ob das nochmal was turnt. Tut's nicht. Handeln uns jetzt eine Niederlage nach der anderen ein, weil wir auch immer noch sehr, sehr viel auf der Bank haben und immer noch nicht Wild haben. Also Wild 4 ist ja eigentlich eine unserer Main Win Conditions sein sollte. Und wir haben viel zu viel Value auf der Bank. Ich rate sie hier natürlich sehr, sehr hoch, aber ich finde tatsächlich Morgana sehr, sehr stark. Sollten bald leveln. Can this be good? Could, maybe. Das Ding ist, wir haben halt immer noch nicht Beast, mit Beast wäre der Draven hier natürlich nochmal deutlich stärker. Bisschen spät das Rageblade gegeben.
Ist auf ihm jetzt auch nicht mega sick ist, aber es hilft auf jeden Fall nochmal den Damage zu erhöhen. So, jetzt ist, wir wechseln so ein bisschen von Frontline-Fokus zu Backline-Fokus. Das heißt, wir versuchen näher Front-to-Back zu spielen. Was allerdings auch gut gelingen sollte mit der Combo, die wir haben. Das Diddly immer noch eins, ist das so weird. What now? Keine einfache Entscheidung. Brand ist in der Combo eigentlich ziemlich strong, die wir spielen. Aber er ist halt Elemental. Aber ich meine, wir nehmen ja auch den Ken mit rein. Obwohl er Elemental ist. Aber er ist halt auch noch Ninja dazu. Das heißt, maybe a bit more. Aurelion hat dich bei die Ult durchbekommen. This is a lot of damage. White Spy ist so weak, dass wir es schon hätten rausnehmen sollen. Aber es ist Teil unserer Sorcerer. Aber wir können den Warwick rausnehmen. Wenn wir jetzt leveln, wenn wir auf Elemental gehen. Aber auf weaker Elementals. Die Alternative ist, dass wir uns jetzt eine Ashe kriegen oder die Anivia. Die Ashe ist allerdings dummerweise auch noch in dem Moment sehr contested, weil sie ein geiles Item hat. Ich glaube, ich habe das Rabadon ist immer noch auf der Lissandra, ist auch terrible actually. Ich denke, Anivia werden wir kriegen. Das Problem ist, jemand kriegt hier gerade Cutter auch noch damit, ne? Das ist der Assistant-Spieler, I guess. Jetzt gehen wir auf jeden Fall für Elemente, weil wir für Glacial Elemente gehen können. Puh. Unseren Traum von White bekramen. Oh. Okay, jetzt haben wir White kombiniert bekommen. Which is good. Like really good. Okay, ich habe jetzt ein Sorcerer zu wenig. Ich hätte noch mal gerne für Draven spielen müssen. Da wäre es fein gewesen. Wir werden auf jeden Fall der Ashe Rageblade geben und Draven zählen. Ah, da fehlen das Sorcerer Damage Max ein bisschen. Die Ults sind nicht ganz so stark, wie sie sein könnten. Alter, der Draven, der Garenier. Ich meine, das ist ein Zweier-Garena und der geht halt komplett ham. Also gehen wir doch nicht Elemental in der Runde. White Shapeshifter Dragon. Das ist aktuell das, womit wir klarkommen. Wir haben sehr viele Optionen da. Und wir müssen uns da langsam so ein bisschen festlegen. Weil wir zu viel gleichzeitig bauen. Jetzt haben wir noch Sorcerer. Wir haben jetzt überhaupt keinen Glacial in der Comp. Kriegen wir noch Glacial in die Comp? Wir haben aktuell keine Elemente. Anivia ist obviously strong in der Comp, aber es ist zu viel, was wir gerade probieren. Ich meine, klar, wir haben starke Units dafür auch. Geben das dem Morgana und werden sie ein bisschen aggressiver stellen. Es fehlt jetzt ein bisschen der Draven Damage, weil wir ja über einen Burst kommen und der hier sehr, sehr viel mehr hat. Aber er wird auf jeden Fall gegen Wände gedonnert und alles. Also irgendwann wird er sterben. Just a matter of time. Ashe als Damage-Dealer hier wäre immer noch sehr, sehr nice. Den Brand verkauft. Berechtigterweise. Von der Creep Round so viel zu rollen ist eigentlich ziemlich derp.
Aber wir haben den Nab 2. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen an Win Conditions. Glacier den auch einzukriegen ist super unwahrscheinlich. Als nächstes würden wir wahrscheinlich den Ken spielen. Frage ist, wer kriegt das Rageblade denn nah? Nah mit Rageblade ist, glaube ich, ziemlich disgusting. Wir könnten noch einen Redemption zaubern. Rageblade nah. Mit Burn Damage. Und es ist eine Shyvana mit Redemption. Das ist ziemlich strong, was wir jetzt haben. Und wir werden zwar nicht auf 6er Sorcerer kommen oder sonst was, aber was wir hier noch machen können, ist als nächstes ein Brand 2 spielen zum Beispiel. Shyvana hat sehr viel Akku hier bekommen. Was aber nicht unbedingt schlecht für uns ist. Das Problem ist, die Redemption-Hits von uns kommen ein bisschen spät. Der Draven von ihm ist schon gigastrong. Meine Nidalee ist leider Brain AFK. Was ist disarmed oder was? What the fuck, man? Uns fehlt jetzt der CC. Na, kann den liefern, aber ich weiß nicht, ob er das schafft. Mit einem Cannon 2 würden wir nochmal ein bisschen was turnen können. Weil wir dann nochmal, wenn die uns chasen. Aber hier würden wir nochmal Demon kriegen. Ja, wir haben super viel Gold am Anfang investiert, um für was zu gehen, was wir jetzt am Ende gar nicht nehmen. Dass der Aurelio noch kein Level Up mehr kriegt, ist aktuell sehr ärgerlich. Ich stelle die Morgana noch ein bisschen weiter nach vorne, damit sie früher stirbt und ihr Redemption zünden kann. Ansonsten cornern wir an sich weiter. Das Problem ist sowas jetzt hier. So ein Yasuo zu bursten ist super wichtig für unsere Comp. Ich muss sagen, Shyvana mit Redemption ist nicht ganz so geil, weil sie immer an Orten stirbt, wo es keiner braucht. Oder halt erst sehr, sehr spät stirbt. Unser Nah macht insane Damage, ey. Das ist sick. Okay, den können wir auf jeden Fall easy in die Tasche stecken. Hier haben wir gleich nochmal die Option für Items. Damit ist auch klar, was unsere nächste Unit wird. Es wird der Cannon. Cannon profitiert von Sorcerer, profitiert von White. Ansonsten wäre Swain auch eine Option. Mit Swain würden wir allerdings nicht so viel noch dazu kriegen. Wir haben gleich auch noch zwei Yordle. Titanic Hydra wäre für Nah jetzt auch krass, aber ich kann den Warwick nicht verkaufen, das heißt, ich krieg einen Rengar. Ja, Shyvana ultet halt immer raus, das Redemption ist leider echt useless. Wenn Morgana zwar stirbt, allerdings recht spät, aber es ist okayisch. Jetzt kommen die Redemption-Hits rein. Nah wurde dann nochmal gehookt oder so, ne? Aber er macht trotzdem genug Damage. So smurf my ass. Na, Nivea. Noch ein, ich glaube, Anivia, wenn wir jetzt zwei Anivias haben und eine Anivia Stufe 2 kriegen würden zum Beispiel, das wäre schon ziemlich worth. Cho wäre auch stark in unserer Comp. Karthus, obviously. Karthus wäre vielleicht sogar das Stärkste, was wir kriegen können. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so schlecht, dass wir ihn kriegen. Nein, naja, nicht das attraktivste Item. Wir rennen durch zum Karthus. Karthus oder Ken? Ich würde trotzdem den Ken spielen, allein schon gegen Ninja. Oh, ich glaube, der hat Yasuo 2 gleich, ne? Cho'Gath 2, bah! Das ist disgusting. Ich glaube, der Ken macht mehr. Ich glaube, der Ken macht schlichtweg mehr.
Aurelion 2 fehlt uns halt so sehr. Einfach weil Ninja nochmal stark ist. Das heißt, er kriegt hier aktuell einfach nochmal 40% Attack Damage Bonus. Und das als Beast. So, Redemption kommt diesmal gut für uns. Ken Ultimate ist auch nice. Die Nao Ultimate war Hard Troll. Aber ist nicht schlimm. Also die Gegner haben meistens einen Hyper Carry und damit kommt also kommt gut klar. Joker 2 ist halt mega fett, ey. Holy fuck. Weiger finde ich jetzt einfach als Sorcerer nicht gut. Wir sind halt für keine Tier 3 Unit gegreedet. Was ein bisschen unlucky ist. Wenn wir jetzt noch eine Unit spielen, wird es Swain. Swain ist nochmal Shapeshifter, ist nochmal Imperial, ist nochmal Demon. Was echt nochmal dicke Buffs sind. Aber die Nao Ultimate war halt schon wieder komplett am Trollen, ne? Der hat jetzt noch drei Damage-Dealer. Aurelion hat nochmal einen guten Chunk reingedonnert. Die Ashe muss sterben. Ja, er stirbt. Okay. Oh, es ist eine Tostada, die Glacial ist. This is quite a problem, man. See, ob wir mit unserer Comp hier gewinnen können. But I think we may can. Mein Red Buff. Die Idee ist, dass Morgana und Shyvana als erstes sterben und deswegen Redemption brauchen. Was würde ich sagen geklappt hat, aber nicht die gewünschte Wirkung vielleicht ganz hatte. Na, ist jetzt unser Hauptdamage-Dealer, aber das macht er auch schon immer sehr, sehr gut. Wir werden auf jeden Fall noch einmal hochleveln. Meine Idee ist jetzt, dass wir jetzt doch noch für Imperial gehen können. Wow, ich ist halt so weak, ne? Keine Tier 3 Unit ist echt ein ziemliches Problem. So, na, kriegt nochmal ein bisschen MR. Uff, was ein Line-Up, ey. Da zieht man Aurelion raus. Aber ich meine, Aurelion ist nur eins. Müssen trotzdem generell aufpassen. So, Smurf ist aktuell Erster. Das heißt, wir werden ihn später auf jeden Fall noch treffen. Und der spielt einen Blitzcrank, da müssen wir unser Line-Up auf jeden Fall anpassen. Vom Positioning her. Na, er kennt den Damage-Dealer im Gegnerteam, kann ihn allerdings nicht besiegen. Das heißt, das bringt uns relativ wenig. Ein Weiger würde halt noch Yordle procken, ne? Das wäre gar nicht bad. Okay, das ist ein Nut-Draw gewesen. Wir haben jetzt Wild Shapeshifter, Dragon Sorcerer, Demon Imperial. Das ist legit mega strong. Ich glaube nicht, dass irgendwer, außer vielleicht der Blitzcrank-Spieler, eine Chance hat. Wenn wir noch Aurelion 2 hitten, dann ist hier komplett offen Holland.
Egal wer von den beiden Imperials auf den Buff kriegt, ist auf beiden mega strong. Hier will ich, wer gehuckt wird. Was wäre smart? Vielleicht will ich sogar, dass mein Swain gehuckt wird. Wobei, ich glaube, Ahri ist einfach useless. Beast Shapeshifter, Dragon Sorcerer, Demon Imperial. Okay, wir sind Max Level. Wir warten mit dem Royal nochmal eine Runde. Wenn wir irgendwas noch verändern. Gibt es irgendwas, was wir noch verändern wollen? Ja, wir wollen Veigar statt Morgana. Um Yordle zu pocken. Ah ne, wir können Yordle nicht mehr pocken, weil wir Ken nicht mehr haben. Wir wollen Karte statt Morgana. Das hätten wir auch schon vorher machen können. Das ist unser Boy, den wir am Ende schlagen müssen. Der Cho's zu tanky aktuell. Das heißt, Draven braucht zu lange. Aber die Ult von Cho war toll. Das war ja nice. Das heißt, den haben wir. Der gewinnt, zumindest gegen die Klone. Spatula nehmen. Good Beer Solution. Eine Spatula nehmen. Warum, weiß ich noch nicht. Es kommt nochmal eine Creep Round. Weiß nicht, ob wir die noch erleben werden. Sourcemouth müssten wir besiegen. Wir freuen jetzt. Holy shit, ey. Okay. I guess we have everything now. Der Prompt steht einfach in meinem Face. Dann wird allerdings relativ schnell gekillt. Das ist halt der Typ mit Billions of Backline Damage. Wir haben nicht so viel, um die Enemy Front Line zu bedrohen. Wir haben halt Aurelion. Was mit meinem Swain? Okay, der sah kurz ein bisschen strange aus. Okay, der ist gut. Okay, das heißt, wir müssen aufstehen gegen So Smurf. Oh, shit, ey. Und auf jeden Fall nochmal krasse Units da irgendwo am Start. Ich glaube, wir hätten nicht Runans nehmen sollen, sondern hoffen, dass wir gleich einen Spatula kriegen. Wir werden gleich komplett rollen. Allerdings erst nach dieser Runde und nach der Creep Round. Um den Katus zu kriegen. Da kommt der Hook auf die Ahri, das ist völlig in Ordnung. Ahri stirbt, aber das ist völlig in Ordnung. Draven ist jetzt wieder bedroht. Aber das macht er gut. Auf der anderen Seite steht da noch ein krasser Boy, aber der hat einfach nicht genug Damage. Keine Ahnung, was man gegen Shelly macht. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, man splittet. Ich habe so selten bis jetzt gegen Shelly gespielt. Okay, this should be fine. Wir dürfen scheinbar nochmal wechseln und nochmal einen Rengar statt dem Warwick spielen. Das heißt, Titanic Hundra könnte nochmal ihren Besitzer wechseln und auf Draven gehen. Okay. Das war ziemlich cool. Shyvana hat währenddessen nicht Akku verloren. Das kriegt er. Ist das immer noch bugged? Not sure. Scheiße, ich muss meine Aufstellung machen. Wenn ich das jetzt verkacke, verliere ich deswegen einfach das Game und dann ärgere ich mich mega. Aha.
Morellos reingedonnert. Blitzcrank leicht veränderte Position. Und diesmal Nidalee, das ist noch besser für uns. Mein Draven. Wo ist mein Draven? Ja. GGWP. Meine Damen und Herren, das war eine Runde Tryhard. It's a win. It's a good win, after all. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Morgen gibt es natürlich wieder die tägliche Dosis TFT.